So, der Goldfinger kämpft sich auch zur Bar, vom Allerfeinsten, herzlich willkommen. Du machst das genau richtig, du trägst deine Kippe bis zum Aschenbecher und schmeißt sie da rein. Normal. Hier auch nochmal mein Aufruf an die restlichen Leidensgenossen, die nikotinsüchtig durchs Leben gehen. Wer die Kippe auf den Boden schmeißt, ist ein Arbeitsbeschaffungsmaschinchen. Weil dann ein anderer Mensch diesen Stummel am nächsten Tag nochmal in den Müll schmeißt. Die Welt wird besser, wenn du sie gleich in den Müll schmeißt. Oder in den Aschenbecher, weil sonst fängt der Müll an zu brennen. Wäre auch scheiße. So, jetzt haben wir die Probleme aus dem Weg geräumt. Wollt ihr noch eine Zwischenmusik oder wollt ihr mal einen Moment der Stille, während hier ein Hocker aufgebaut wird und es gleich eine Fusion zwischen Palette und Baywatch geben wird durch eine Performance von dem Volker. Ja. Ah, da ist er schon, samt Hocker und Gitarre. Vielleicht schaffen wir es wirklich ohne Zwischenmusik. Das wäre natürlich saustark. Das ist nur eine Frage der Höhenverhältnisse. Ihr könnt natürlich schon zaghaft mit eurem Antrittsapplaus anfangen, den ihr schon so erfolgreich geprobt habt. So. Und hier was für den Kopf. Hier was fürs Kampfwerk. Ja. Das ist wahrscheinlich auch so eine Nummer. Ja, aufs 12. Pfund. So was? Okay. Moin. Wir bleiben thematisch bei Elternschaft. Ich freue mich sehr, hier heute aufzutreten. Es war irgendwie ein langer, interessanter Weg bis zur dritten Palette heute. Ich bin einer der Menschen, die hier am Schaffen ist. Das ist ein Gelände der Stadt, wird über so eine bremische Institution, Bremen-Ports heißt es, verwaltet. Und seit 2 Jahren ist hier sozusagen dieses Projekt Baywatch in der Mache. Und genau, dann eine häufig gehörte Frage in den letzten Jahren ist immer, wohnt ihr hier? Also, hier wohnt niemand. Es ist so, dass es gibt Platzwerte, die sich sozusagen hier um dieses Grundstück sorgen und einfach sich darum kümmern, dass alles heile ist, alles mit einem zugedrückten Auge versicherungstechnisch akzeptiert wird. So, und genau, das ist irgendwie zu diesem Ort. Und es war irgendwie eine sehr schöne, aufregende Veranstaltungsreihe dieses Jahr hier mit der kompletten Palette. Und ich finde, es hat sich nahtlos eingefügt irgendwie hier in diese Bauwerke. Und ja, umso mehr freue ich mich. Ich bin sonst eigentlich mehr besoffen mit der Gitarre im Steintor. Deswegen habe ich auch nur 2 Lieder vorbereitet. Also singe euch eher ein Ständchen, als dass das jetzt ein waschechtes Konzert wäre. Aber genau. Viel Spaß. Vermisst.
braucht eine lange Pause. Hab einen Blumenstrauß gepflückt und einen Picknickkorb bestückt, damit das Wiedersehen glückt. Mama, komm nach Hause. Sie brauchte eine lange Pause. Nahm mein Jung mit auf eine Reise. Es ist nachts immer so leise. Ich hab die Kombüse schon geschrubbt und die Betten frisch bezogen. Und das ist alles nicht gelogen. Ich sage, Mama, komm nach Hause. Das war eine lange Pause. Doch bitte, komm nach Hause. Und hab ich sie vermisst. Weiß der Geier, ich hab sie vermisst. Mein zweites Stück heißt Down by the Riverside. Ich habe durch eine frühe Teilnahme an einem Gospelchor eine tiefe Leidenschaft für Gospel entwickelt und habe dann mal auf so einer gemixten CD einen sehr, sehr schönen Gospel gehört und versuche den seitdem immer wieder zu interpretieren. Spaß. Gonna let my burden down, 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 down. Gonna lay my burden down, 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 down. Gonna lay my burden down, down by the riverside, down by the riverside. I ain't gonna study. No, 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 no. I ain't gonna study. Down by the riverside. I'm gonna study war no more. 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 No more.
by the riverside, down by the riverside, by the riverside, gonna lay my burden down. Dankeschön. Also billig kommt er natürlich davon. Jetzt müsst ihr nochmal applaudieren, wie er den Platz verlässt in Richtung nicht Wohnort, sondern natürlich Platzwartkabine. Vielen Dank an den Volker. Ihr solltet ihn mal schwimmen sehen. Mann, Mann, Mann. Delfin, Kraulen, Lagen, Brust, alles hat er am Start. Man sieht ihn dann am anderen Ufer nackt die Kaimauer hoch, die Spundwand hochklettern. Ein purer Hochgenuss. Das wird aber diesen Herbst vielleicht nichts mehr. Das Gute ist, dass ihr jetzt gut ausgeruht seid. Denn Ubeide hat den Funky Groove am Finger. Den lässt er jetzt auf euch los. Ihr dürft hier auf dem Teppich, ihr dürft den Teppich in einen fliegenden Teppich verwandeln, indem ihr beim Tanzen einfach mal einen fliegen lasst. Falls euch die entsprechenden Blähungen noch fehlen, wir haben Essen von Michels Suppenschüssel. Das ist nicht nur lecker, sondern auch frisch zubereitet und heiß. Es gibt kalte Getränke an der Bar. Wie ihr schon gemerkt habt, ist es alles spendenbasiert. Ihr seid hier ohne Eintritt zu zahlen reingelaufen. Das ist herrlich, funktioniert aber nur, solange ihr an der Bar auch entsprechend euren Obolus dort hinterlasst. Geil. Werbepause Ende. Jetzt viel Spaß mit DJ Ubeide. Und die Palette wird nun wieder aufgeschraubt, liebe Leute.